Und damit hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 11. Spieltages der SC Einburg empfing den ZFC Meuselwitz. Und 337 Zuschauer sahen ein Tor im Spiel und das erzielte Hendrik Wurf für den ZFC. Ich freue mich, beide Trainer hier zu haben. Zu meiner Linken Leopold vom ZFC Meuselwitz und zur Rechten, wie gewohnt, Sascha Spielvor vom FC. Herr Leopold, ich würde mit Ihnen anfangen. Zunächst Glückwunsch zum Sieg und den 3 Punkten und ich denke, der erfüllten Mission zurück in die Erfolgsspur. Ja, es fällt mir aber schwer, jetzt ein positives Fazit außer den 3 Punkten zu ziehen, weil ich glaube, alle, die heute im Stadion waren, kriegen dafür keine Vergnügungssteuer. Das war schon harte Kost. Ich finde, wir haben am Anfang schon mehr fürs Spiel getan. Die erste Viertelstunde waren da aber auch extrem unpräzise und schlecht im letzten Drittel. Und dann, ja, ist das Spiel immer mehr in Zweikämpfen und Nicklichkeiten hat dann stattgefunden. Es konnte sich keine Mannschaft irgendwie dann noch was rausspielen. Dann ist es am Ende so. Dann gewinnst du oder verlierst du das Spiel über Standards. Das ist immer die Saison bis jetzt ganz gut. Haben dann Gott sei Dank einen Standard genutzt. Dann war es nochmal Abnutzungskampf bis zum Schluss, weil dann kann ja auch Einwurf über ihre Einwürfe und Ecken durchaus noch zum Ausgleich kommen. Von daher nehme ich die 3 Punkte gerne mit. Aber ich glaube, wir beide wissen, dass es, glaube ich, das schlechteste Spiel war, fußballerisch, was wir je gegeneinander gemacht haben. Ich hoffe, das Rückspiel wird dann besser. Wir haben trotzdem 3 Punkte, die nehmen wir mit jetzt in die Pokalpause. Wünsche euch, Sascha, vor allem dir jetzt, ja, dann den Turnaround, beziehungsweise, dass ihr eure Punkte macht, weil ihr macht das hier echt gut, habe ich letztes Jahr schon gesagt. Und ihr seid dabei, euch hier in der Regionalliga zu etablieren. Von daher sehen wir heute uns nur als glücklichen Sieger und euch viel Erfolg für die Saison. Vielen Dank dafür. Sascha, Herr Leopold, dazu gesagt, ein umkämpftes Spiel, ein schweres Spiel. Wie hast du es von der Seitenlinie erlebt? Ja, erstmal Glückwunsch zu den 3 Punkten, Leo, und auch dir alles Gute und danke für die Worte. Kann ja nur einen draufsetzen. Also ich habe es auch gerade gesagt, es war ein fürchterliches Fußballspiel. Das tut mir auch wirklich leid für alle. Bin auch der Meinung, dass es keinen Sieger verdient hat. Sicherlich gab es Drangphasen, die waren sicherlich pro Meuselwitz, wenn es darum ging, druckvoller zu sein, gefährlicher zu sein. Aber es war einfach kein gutes Fußballspiel und dann haken wir die Halbzeit eigentlich gut ab, sprechen das auch an. Und kommen dann eigentlich mit einer sehr, sehr ordentlichen Leistung, zumindest mit einer kämpferischen Leistung, die dann einiges nochmal draufgepackt hat, wo wir einfach nochmal deutlich gemacht haben und unterstrichen haben, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Und dann sind wir zu undiszipliniert. Unabhängig davon, dass jetzt 10 Spieler sind, der Ball war ab aus beim Querkopfball. Gut, dann ist es so. Dann haben wir letzte Woche das 3-2 geschossen, angeblich aus dem Aus, was keins war. Und dann war er vielleicht heute draußen, müssen wir nochmal schauen. Das ist dann noch ärgerlicher, wenn es dann wirklich so war. Aber das ist ja kollektives Abschalten bei dem Querkopfball. Also wir denken dann alle, der ist im Aus oder wir denken, wir müssen den Querkopfball nicht verteidigen. Und das sind dann die 3 Punkte für Meuselwitz, wo sie halt dann diese Gier und diese Regionalliga-Erfahrung vielleicht auch einfach mehr innehaben, zu wissen, das ist jetzt der Fehler, der das Spiel entscheiden kann. Und dafür kann man ja nur Glückwunsch zollen, weil am Ende ist das ja dann auch trotzdem irgendwo verdient, wenn man im richtigen Moment dahin geht, wo es weh tut. Und wie gesagt, zweite Halbzeit war ich dann zufrieden. Wir haben uns keine Torschancen rausgearbeitet. Das ist nicht unser Stil, kommt aber vor. Was man aber erwarten darf, ist einfach, dass man kleine Dinge, die wir auch angesprochen haben und die logisch sind, wenn es nicht läuft, wie Stürmer zusammen, langer Ball dahinter einsammeln, zweite Bälle gehen, dass man die halt umsetzen muss. Und dann reicht halt nicht der lange Ball. Das ist dann ein Punkt, der kommt dann zwar. Nur wenn man halt nicht steht zu zweit und nicht zusammengeht und man dann immer noch sagen muss, du spielst Stürmer, geh bitte vor. Und da meine ich alle 4 zum Schluss, die vorne waren. Das ist dann zu wenig. Da fehlt mir dann auch einfach das Mut zum Risiko zu sagen, ja gut, entweder wir kriegen das zweite oder wir knallen jetzt hier halt noch einen rein. Das muss man uns ankreiden, weil diese letzte Überzeugung, diesen letzten Drang, wir hauen den jetzt noch einen rein. Tut mir leid, aber also ich wäre ekliger gewesen früher, auch wenn ich nur Verbandsliga gespielt habe. Ich wäre ekliger gewesen. Und das müssen wir uns ankreiden. Und da müssen wir jetzt ganz, ganz hart arbeiten. Das ist mal wie immer nach einer schwierigen Niederlage. Es tut weh. Aber wir müssen jetzt ganz, ganz hart arbeiten, dass wir Richtung Pokal erstmal die nächste Runde erreichen und dann bei Chemie, wo glaube ich auch der Baum brennt, Freitagabend, dass wir dort richtige Männer sind, die Zweikämpfe annehmen wollen. Und dann ist da wieder alles möglich. Und da bin ich positiv gestimmt. Aber trotzdem bist du jetzt erstmal bei Null und musst jetzt den Akku dahingehend wieder aufladen.
Und deswegen schade, dass wir nicht wieder spielen können nächste Woche, aber tut jetzt schon ein bisschen weh, weil mit ein bisschen mehr Überzeugung hättest du zumindest noch mehr Sorgen bereiten können. Und das haben wir verpasst. Vielen Dank auch für die ehrlichen Worte. Gibt es Fragen aus dem Raum? Wenn dem nicht so ist, Herr Leopold, eigentlich hätte ich jetzt gerne gefragt, Sie haben im Programmheft gesagt, als Sie gefragt wurden, auf wen Sie bei uns am meisten achten, das möchten Sie jetzt nicht verraten. Ich bin mir sicher, Sie würden es mir auch jetzt nicht verraten. Im Hinblick auf das Pokalspiel, was Sie nächste Woche haben, ist es aus eigener Sicht ja auch ein bisschen spannend, weil Sie bei Wismut Gera antreten, wenn ich das jetzt richtig aufschaue. Und da ein ehemaliger Trainer mit Carsten Hensel aktuell wieder aktiv ist, der dort sich ein bisschen im Hintergrund bewegt und für die sportliche Leistung, glaube ich, aktiv ist. Wie gehen Sie an das Pokalspiel an? Ja, bis heute war der Fokus eindeutig hier bei dem Spiel. Und also ich habe meine Mannschaft vor dem Spiel, das möchte ich mal sagen, also deutlich gemacht, dass Eilenburg die letzten Spiele extrem viele Abschlüsse hatte und extrem viele Torchancen sich erspielt hatte. Und da konnte ich jetzt nicht vom Spiel sagen, wir müssen uns auf den Spieler vorbereiten oder auf den, sondern das haben sie schon mit Wucht und Vehemenz die letzten Wochen gut gemacht. Und da haben wir heute echt wenig Abschlüsse zugelassen. Und das war das Faustpfand, warum wir heute hier zu Null gespielt haben. Das dazu kann ja auch im Programmheft nicht alles verraten. So, nach Gera kümmere ich mich jetzt nach dem freien Wochenende drum. Wir lassen sie morgen noch mal anschauen. Ich glaube, ihr habt auch einen Oberligisten. Ist unangenehm, wollen wir trotzdem lösen. Und ja, da mache ich mir dann ab Montag drüber Gedanken. Ich glaube, der Steffen Geißendorf ist jetzt ein sehr ambitionierter Trainer. Kenne ich von früher. Carsten Hensel da im Hintergrund arbeitet. Sieht mir auch, dass sie aufgestiegen sind, dort ganz gut performen. Von daher Oberligist, Aufgabe seriös abarbeiten und dann erst wieder an die Liga denken. Vielen Dank. Sascha, du hast angesprochen, für uns wird es nicht leichter. Nächste Woche Busan Sportpark in Grimma mit bei Grimma einem zurückgekehrten Jan Evers und einem, glaube ich, wenn es um Eilburg geht, immer heißen Tommy Kind. Und danach Hexenkessel Leutscher Holz. Wie gehen wir es an? Bauen aber ist mir das zweimal wirklich scheißegal. Hauptsache, wir haben Schaum vom Mund und sind in der Lage und gewillt, richtig wie Männer aufzutreten und richtig einen rauszuhauen. Und wenn wir da rankommen, dann hat es Leo gerade gesagt, dann können wir vielleicht auch manchmal ganz gut Fußball spielen. Nur ist es erstmal nicht gefragt, weil das Spiel am Samstag wird schwerer als heute, hundertprozentig. Nicht, dass das nicht schwer war, wir haben ja schließlich verloren. Aber das wird noch schwerer. Und ja, da erwarte ich, dass wir eine ordentliche Trainingswoche haben und dass man da schon sieht, spätestens schon am Dienstag sieht, was wir vorhaben Samstag, nämlich egal wer kommt, eine richtig geile Performance abliefern. Und dazu sind wir, wie gesagt, in der Lage, aber ganz, ganz hart arbeiten. Und danach ist mir, ja, ist egal. Gucken wir dann nach Grimma. Vielen Dank dafür. Herr Leopold, ich wünsche Ihnen alles Gute und dem ZFC. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Wiedersehen. Das ist am 25. Oktober um 19 Uhr wieder ein Abendspiel, dann der BSC zu Gast. Bis dahin schauen wir, was passiert. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.